liebe Trommelgemeinde und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute das neue Thema ist Linear Drumming Part 1. Linear Drumming bedeutet, dass ihr pro Note immer nur ein Instrument spielt. Wir kennen alle 16. Grooves, von mir ist auch triolische 5, 8, 7, 8 und was es nicht alles gibt. Und der Körper ist gewohnt, immer zum Beispiel im Achtelbereich alle Noten mitzuspielen. Genauso wie es standardmäßig ist, die Bassdrum kommt dann immer auf die 1 und auf die 3 zum Beispiel, die Snare auf die 2 und die 4. Bei Linear Drumming geht es darum, immer einzelne Schläge auf die einzelnen Noten auszuführen. Das heißt, ihr habt nie irgendwelche Schläge doppelt. Das heißt, es kommt keine Bassdrum auf der Hi-Hat oder mit der Hi-Hat zusammen, genauso wie keine Hi-Hat mit der Snare. Das bedeutet Linear Drumming. Was bedeutet das für euch? Ich fange jetzt mal ganz, ganz, ganz einfach an. Auch für die unter euch, die vielleicht schon länger Schlagzeug spielen und mit Linear Drumming noch nicht viel zu tun hatten, ist es einfach so, dass ihr eure Standard-Grooves einfach mal nehmt und streicht die Hi-Hats weg, lasst nur die Bassdrums da oder die Snares und könnt das einfach mal ein bisschen üben. Ich habe euch jetzt unten gleich eingeblendet mal ein paar Grooves vorbereitet, die eigentlich erstmal relativ simpel sind. Was die Sache aber für euch, zum Beispiel für euren Übungstrainingsplan sehr, sehr wertvoll macht, ist, dass ihr natürlich diese Grooves in unterschiedlichen Timings üben könnt. Geht her und macht es erstmal relativ langsam. Und zwar aus dem Grund, dass die Abstände zwischen den einzelnen Schlägen viel größer werden, umso langsamer ihr spielt. Das heißt, umso mehr müsst ihr auf den Punkt spielen. Geht ihr jetzt her und spielt diese Grooves in 180 Beats per Minute, ist natürlich alles relativ flott, das klingt bestimmt auch richtig cool, kann auch bei Linear Grooves zum Beispiel als Filz eingesetzt werden. Das sind nicht nur Grooves, sondern das kann man auch sehr cool mal eben als Zwischenspiel und so als kleine Raffinesse einbauen und jeder denkt so, wow, was hat er da gemacht, super, so schwer ist es ja alles nicht, wenn man das alles mal gelernt und geübt hat. Letztendlich geht es darum, euer Timing, euer Körpergefühl für den Groove und auch für die innere Uhr ein bisschen besser auszuarbeiten und auch ein bisschen besser zu üben. Macht das alles auch wie alle anderen Übungen auch etwas länger am Stück und versucht das einfach mal sauber umzusetzen. Ich zeige euch jetzt mal den ersten Linear Groove und wenn ihr euch den nicht merken könnt, macht kurz auf Pause, schreibt euch diesen Groove unten ab und könnt das dann nochmal für euch alleine im Proberaum oder zu Hause im Kinderzimmer umsetzen. Hier kommt die Nummer 1. Wie ihr seht, gehe ich auch mit dem Körper so ein bisschen mit. Und zwar kann sich jeder so ein paar Hilfsmittel aneignen, wie zum Beispiel entweder den linken Fuß im Timing auf dem Hi-Hat-Pedal, also die Ferse mitlaufen lassen. Viele wippen auch ein bisschen mit dem rechten Fuß. Ich mache das so mit dem ganzen Körper und akzentuiere zum Beispiel für mich immer die Viertel. Egal was ich spiele, ob ich 8, 16. spiele, Triole spiele, von mir aus auch in Klammern 12 Achtel, dass ich mir die Viertel immer so ein bisschen anzeige, dann groovt das auch so ein bisschen. Man kann natürlich hergehen und kann auch ein paar Ghost Notes einbauen. Das heißt, die Schläge sind dann auf der Snare oder auf der Hi-Hat ein bisschen leiser, um den Groove dann noch ein bisschen cooler klingen zu lassen. Wichtig ist an der Stelle erstmal wirklich nochmal, um drauf zurückzukommen, dass ihr dabei zählt. Das ist jetzt alles im Achtelbereich und ein akkurates Timing an den Tag legt, was ihr nach und nach steigern könnt. Die Kontinuität ist wichtig und dass ihr ein inneres Timing findet und auch einfach eine coolere Tightness und den Groove einfach besser gestalten könnt. Kommen wir direkt zum zweiten. Auch hier, wie ihr seht, erstmal ein relativ akkurates Tempo. Ihr könnt natürlich hergehen, die Hi-Hat zum Beispiel durch eine Reitglocke oder ein China oder ein Stack ersetzen und könnt natürlich dann nochmal andere Klangfarben mit reinbringen. Die Bassdrum und die Snare müssen erstmal nicht
ich würde es erstmal nicht ersetzen, lasst das alles so, wie es ist. Und mit der rechten Hand könnt ihr aber ein bisschen variieren. Dadurch wird das alles natürlich ein bisschen interessanter. Und wie gesagt, versucht euch aufs Timing zu konzentrieren und immer alles mitzuzählen, weil die Grooves sind ja noch leicht. Die werden natürlich am Ende des Tages irgendwann schwerer. Ich werde diese Reihe noch ein bisschen aufgreifen und lineare Grooves noch weiter fortführen in weiteren Videos. Und zeige euch jetzt aber erstmal einen dritten Linear-Groove aus dem Standardbereich und auch der ist unten wieder eingeblendet. Wie ihr bemerkt, habe ich jetzt auch mal auf der 2 ein 16. auf der Hi-Hat mit eingebaut, um die Sache noch ein bisschen interessanter zu gestalten und natürlich auch eine gewisse Übung für die rechte Hand mit ins Spiel zu bringen. Was auch wichtig ist an der Stelle, um sich mit linearen Grooves auseinanderzusetzen, sollten die Viertel, Achtel und Sechzehntel prinzipiell eigentlich bei euch gefestigt sein. Wenn nicht, könnt ihr nochmal ein paar Standard-Grooves ein bisschen üben, um das Zählen zu üben. 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und die Sechzehntel 1 und 2 und 3 und 4 und, weil das eigentlich schon eine sehr gute Voraussetzung für lineare Grooves ist. Dadurch, dass da nicht so viel steht, sind natürlich auch die Zählzeiten sehr wichtig für euch, um das alles cooler umzusetzen und auch sauberer zu spielen. Was am Ende des Tages dabei rauskommt, zeige ich euch jetzt mal. Ich werde jetzt nochmal den dritten Groove ein bisschen mit erhöhter Geschwindigkeit darbieten für euch, um zu zeigen, wow, das kommt dabei raus. Wie ihr bemerkt, kann man natürlich immenses Tempo dabei rausholen. Das sollte aber erstmal nicht das Wichtigste sein. Nach oben hin könnt ihr mit allen Standard-Grooves in allen Notenbereichen, genauso wie mit Handsätzen, Rudiments, Paradiddeln, ständig am Lautstärke- und Kraftrad drehen. Was auch das Tempo betrifft, ihr solltet versuchen, nicht beides gleichzeitig zu steigern. Konzentriert euch immer erstmal aufs Timing, macht alles ein bisschen schneller und wenn ihr da irgendwo eine Wohlfühlphase habt, könnt ihr auch die Kraft ein bisschen erhöhen, um dann wieder so einen kleinen Trainingseffekt zu haben. Versucht nicht beides zu machen, weil wenn ihr dann irgendwas nicht richtig gut umsetzen könnt, wisst ihr in dem Moment nicht, woran es liegt. Tretet ihr oder schlagt ihr zu feste und seid deswegen vielleicht ein bisschen unsauber oder habt ihr vielleicht ein zu hohes Tempo? Das könnt ihr damit so ein bisschen für euch selber herausfinden. Wie gesagt, es ist nicht wichtig, wie schnell man es spielt oder wie laut man es spielt. Die Sauberkeit steht an erster Stelle und das ist mir ganz, ganz wichtig. Deswegen heißt meine Schule auch Tight Drums. Wem dieses Video gefällt, klickt einfach einen Daumen nach oben oder von mir aus auch zwei nach unten. Was habe ich noch? Ihr könnt bedeutet mich und mein Team mit unserem YouTube-Kanal ein bisschen unterstützen, damit wir euch weiterhin auf patreon.com/André Hilgers, genau das ist mein Name. Da könnt ihr euch als Patron anmelden, ist ein ziemlich geiles neues System. Ansonsten kommt mich nochmal auf www.andrehilgers.com besuchen, besucht meinen Shop, vielleicht findet ihr dort auch noch ein interessantes Video. Ansonsten habe ich für heute erstmal nichts Neues. Haut drauf, bleibt sauber und übertreibt nicht. Euer André.